Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute habe ich mal etwas mit Kameragurken für euch. Bleibt dran, nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Ja, es ist wieder mal Mittwoch, 7 Uhr und schon gibt es ein neues Video. Diesmal eine Produktvorstellung. Und zwar geht es mir heute um Kameragurte. Ihr seht das, ich habe hier zwei Kameras an meinem Gurt hängen und darum soll es heute gehen. Ja, ich hatte so Dinger schon mal. So, und ihr wisst, ich fange anders an. Ihr wisst, ich fotografiere eine ganze Menge Hochzeiten, Events und Sport. So, bei Sport, je nachdem wo ich bin, brauche ich zwei Kameras. Bei Hochzeiten, je nachdem was ich mache, brauche ich zwei Kameras. Bei Events, je nachdem was es ist, ich war die Tage bei Bayer, habe da ein Symposium fotografiert, um die Redner mal zu kriegen, brauche ich mal ein Tele. Um vielleicht mal die Stimmung im Raum einzufangen, brauche ich eher einen Weitwinkel. Ja, und was macht man dann? Ja, man muss natürlich gucken, wie kriegt man das Ganze hin? Mit zwei Kameras am besten, weil so schnell kann man die Objektive ja gar nicht wechseln. Gilt bei der Hochzeit natürlich auch. Je nachdem, was es ist, gehe ich mit zwei Kameras. Und ich hatte so einen Gurt, wie ich ihn jetzt auch wieder habe. Ich hatte so einen. Der war aber kaputt. So, und ich brauchte jetzt einen neuen und muss ganz ehrlich sagen, der alte, den ich hatte, der hat nicht allzu lange gehalten. Den hatte ich 2 Jahre, da war der platt. Und man, dafür sind auch, was habe ich damals bezahlt? Ich glaube 80 Euro habe ich bezahlt dafür. Das sind 80 Euro auch noch zu viel. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, was machst du denn jetzt? Habe gegoogelt, gesucht, getan und gemacht und bin auf Etsy gestoßen. Etsy, ihr kennt die Plattform wahrscheinlich, ist eine Handwerksplattform, wo Leute irgendwas anbieten, was sie machen. Und da bin ich auf diese Gurte hier gestoßen. So, mein alter Gurt nannte sich Leder, war aber eher ein Kunstleder. Und da stand drin Leder. So, dann habe ich mir gedacht, na gut, sollte 180 Euro kosten. Ich denke, wow, ist eine Stange Geld für einen Kameragurt, 180 Euro, war runtergesetzt auf 120 oder 125 oder sowas in dem Dreh. Naja, denke ich, okay, probierst du mal, wenn er wieder 2 Jahre hält, warum nicht? So, und dann bin ich auf diese Plattform raufgegangen, habe mir das alles angeguckt und wurde als erstes mal gefragt, welche Größe brauchst du? Wie, welche Größe? Ja, sollte ich meine Schultermaße angeben und wie groß ich bin. Habe ich gemacht. Da kam das nächste. Welche Farbe möchtest du haben? Dunkel, hell, weiß, also nicht weiß, sondern so ein Beige-Ton oder so gesagt, nee, Leder. Einfach einen normalen braunen Lederton. Ich finde, Leder sieht am besten auch in Lederoptik aus. Also Leder bleibt Leder, ist ein bräunlicher Ton, habe ich gemacht. Ja, und dann kam zum Schluss, möchtest du deinen Träger auch noch personalisieren? Okay, dann habe ich gesagt, ja, schreib mal drauf, Ingo Winkelmann, Photographer. So, habe ich alles gemacht und habe das weggeschickt und bekam nach einer Stunde eine E-Mail von irgendjemandem von dieser Plattform, der diese Gurte anscheinend herstellt und sagte, pass mal auf, du hast gesagt, du hättest gerne Ingo Winkelmann, Photographer hinten drauf. Wie hättest du das gerne ausgerichtet, damit das vernünftig aussieht? Okay, habe ich ihm dann geantwortet und habe dann direkt die Frage auch gestellt, ich glaube, das war montags, genau, sonntags ist mir Gurt kaputt gegangen, montags war ich auf dieser Plattform, dann gesagt, Mensch, wie lange brauchten ihr für den Gurt? Glaubt ihr, ihr schafft das vielleicht bis Freitag, weil Samstag habe ich ein großes Event, wo ich gerne ein Gurt hätte für zwei Kameras. Lieferzeit war eigentlich 10 Tage. So, dann kam wieder nach 20 Minuten die Info, wir können es nicht garantieren, aber wir versuchen es, ist es so nötig? Und dann habe ich geschrieben, ich hätte noch ein Event und dafür hätte ich gerne den Gurt. Und ja, also sie könnten es nicht garantieren, aber sie würden es probieren.
und ob ich nicht zusätzlich noch irgendwas anderes haben wollte, so Ersatz hier, so Ersatzklammern für die Halterung an der Kamera, die würde man schon mal verlieren. Habe ich mir dann auch zwei Stück bestellt, hatte ja recht gehabt, war ja gut. So, und da habe ich erstmal nichts mehr von gehört. Und dann kam nach Mittwoch kam Versandbestätigung und Freitag hatte ich diesen Gurt. Und ich muss ja sagen, ich habe ihn dann samstags auch direkt verwendet. Ich bin total begeistert von diesem Gurt. Ich hatte meine Kameras 8 Stunden hier dran und ich hatte keinen Rückenschmerz, mir hat nichts wehgetan. Ich konnte die Kameras problemlos nehmen, direkt einstellen, egal was ist, in jeder Position. Ich war direkt immer griffbereit. Ich bin total begeistert. Hinzu kommt, dass die Qualität von diesem Gurt wirklich hammermäßig gut ist. Es ist ein richtig dickes Leder. Das Leder ist bestimmt ja fast Millimeter, wenn nicht ein bisschen dicker. Breite Gurte, die Schnallen, alle Metall, alle sehr stabil. Die Klammer, wo die Kamera befestigt wird, richtig gut. Ich komme mal ein bisschen näher, dann könnt ihr das vielleicht mal sehen. Richtig gut, auch aus Metall. Zusätzlich noch ein Sicherungsriemen für die Kameras, falls mal was schief gehen sollte. Es kann ja passieren. Also nochmal, ich bin total begeistert. Den Gurt habe ich jetzt ein paar Mal schon im Einsatz gehabt. Worauf zu achten ist, und das ist nicht ganz ohne, weil es ist Leder und das Schöne ist, es kommt auch in einer dollen Verpackung und da steht dann drin, bei den ersten Malen tragen, wenn man schwitzt, Achtung, der Ledergurt könnte abfärben. Und gut, meistens trage ich, wenn ich auf Hochzeiten bin oder sowas, immer irgendwas Dunkles. Dass das nicht unbedingt, ich möchte nicht auffallen, deshalb meist irgendwas dunkles Schwarz oder dunkelgrau oder sowas in der Art. Bei Sport ist es mir egal, da trage ich auch mal was Buntes. Aber der Gurt färbt, wenn man schwitzt, ein wenig ab. Jetzt, nachdem ich ihn ein paar Mal getragen habe, schon nicht mehr so viel. Ich denke mir, irgendwann ist das ganz weg. Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich finde diesen Gurt einfach hammermäßig gut. Ja, ich habe es euch gesagt, der trägt sich fantastisch, steht ja auch drauf, Cam Harness Leather Workshop. Die Firma, die ihn hergestellt hat, sitzt in Polen. Wie gesagt, Versand war problemlos. Sind auf meine Wünsche eingegangen. Ich bin total begeistert. Wenn euch auch so ein Gurt interessiert, könnt ihr mich gerne anschreiben, dann suche ich euch nochmal genau die Adresse draus und sag euch, wer das war. Aber wie gesagt, ich bin total begeistert von dem Gurt, kann ich euch nur empfehlen, gerade wenn ihr oft mit 2 Kameras unterwegs seid. Mit einer Kamera habe ich es noch nicht probiert, wie es sich dann trägt, ob es genauso gut ist oder ob er mir dann auf der einen Seite zu sehr eine Last ist, weiß ich nicht. Da habe ich aber noch einen anderen Gurt, den ich gerne nehme, mit nur einem. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Wenn ihr was dazu wissen wollt, gerne einen Kommentar oder schreibt mich per E-Mail an und kann ich euch sicherlich weiterhelfen. Nächste Woche kommt noch mal eine Folge von Monheim. Da bin ich im Industriegebiet. Und danach mache ich erstmal ein bisschen Urlaub. Also wie gesagt, jetzt war es das erste mit einem Kameragurt. Mal wieder eine Produktvorstellung. Wie gesagt, ich bin begeistert von dem Ding. Ich kann es euch empfehlen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch noch besser gefallen hat, dann gebt mir ein Abo. Das würde mich sehr freuen und ehren. Aber auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, wie immer um 7. So lange geht jetzt erstmal raus, nehmt eure Kameras mit, fotografiert, macht, was das Zeug hält, habt Freude dran, denkt dran, die Fotos sind nur für euch, sie müssen keinem anderen gefallen, euch müssen sie gefallen. Hauptsache, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, wie immer um 7. Bis dahin, euer Ingo.